Yassas Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind wieder in der Küche meiner Eltern. Ich habe auch irgendwie vielleicht kein Mikrofon dabei, deswegen nehme ich dieses Ding hier auf und ich hoffe, dass die Qualität trotzdem geil ist. Denn wir probieren heute so richtig eigentlich geile TikTok-Rezepte aus. Ich habe tatsächlich gar kein TikTok und ich weigere mich auch so ein bisschen, mir das zu holen, weil ich nicht so auf Zensur stehe. Und ich glaube auch, dass mein Suchtpotenzial ziemlich hoch ist für diese App, wie eigentlich von jedem. Und ich glaube, ich komme da nicht mehr weg, deswegen... Nope. Deswegen bin ich vielleicht auch ein bisschen spät dran mit diesen Trends. Ich werde langsam alt, Leute. Ich werde langsam alt. 24 kommt schon, ich sehe sie. Genau, dann ich habe zwei Sachen gefunden, die ich extrem geil fand, wo ich mir dachte, dude, das muss ich einfach probieren. Und zwar ist das eine ein Rezept, in dem man Pasta mit Feta macht und ich als Griechin war direkt so, ey, Feta, Pasta, perfekt, Alter, das ist mein Ding. Und das andere ist tatsächlich ein Birria-Taco. Und das sah so geil aus und die Leute sind einfach jedes Mal komplett eskaliert in den Videos, dass ich mir gedacht habe, das muss ich auch mal nachmachen. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, um dann ein Rezept zu finden, mit dem ich mich zufriedengestellt habe. Ich habe dann am Ende angefangen, spanische Videos zu gucken. Also, und ich musste nochmal meine ganz tief begrabenen Spanischkenntnisse auspacken und es hat irgendwie funktioniert, denn ich habe am Ende irgendwie so ein bisschen so eine Mischung aus allem, was ich gefunden habe, genommen und das machen wir jetzt und ich bin darauf ultra gespannt. Wir fangen auf jeden Fall mit dem mexikanischen mal an, weil das dauert um einiges länger als das andere und während das dann so auf dem Herd köchelt, können wir dann schon mal das Pasta-Gericht machen. Also ja, Leute, ich will gar nicht weiter drum rumlabern, hier Beauty Shots und dann let's go! Today, I'm so sorry for all the vegans, but I hope you can still enjoy. Wir haben hier tatsächlich Nacken, also Rindernacken und Ochsenschwanz. In den Originalrezepten ist das tatsächlich immer Ziegenfleisch, was man jetzt aber nicht unbedingt überall bekommt. Wird auch öfter mal mit Rind gemacht, also dachte ich mir, let's go. Es haben auch ganz viele Leute im Internet das mit Ochsenschwanz gemacht. Wir werden uns auch mit dem hier heute zufrieden geben. Also ich finde allein schon, das ist schon ziemlich geil. Und das erste, was wir machen, ist hier Öl rein zu tun. Ja, nee, nicht meine Hand abschleppen. So wie mal aufzuschlecken. Ich will nicht mit dir knutschen. Achso, ja, komm. Magst du Hallo zur Kamera sagen? Magst du dich zeigen? Guck, sag Hallo zur Kamera. So, wir haben hier neutrales Öl. Genau, ich habe davon jetzt ein bisschen da reingemacht. Ich werde jetzt den Herd anmachen. Das Schöne hier ist, dass wir einen wundertollen Gasherd haben. Ey, Leute, das ist so cool. Ich weiß noch nicht, ob ich irgendwann mal einen Induktionsherd will oder einen Gasherd. Was sagt ihr so? Sagt ihr mehr so Team Induktion, mehr Team Gas? Ich bin mir noch nicht sicher, weil ich bin mit Gasherz schon fast so aufgewachsen. Und also mal so ab und zu flambieren zu können, ist schon eine coole Sache. Muss man schon mal sagen. Ja, und das hier dann so ein bisschen einfach mal erhitzt, hole ich meinen Erzfeind. Deswegen, eigentlich wisst ihr immer ganz genau, ob ich Zwiebeln an dem Tag, also in dem Video koche oder nicht. Weil jedes Mal, wenn ich ungeschminkt bin, schneide ich Zwiebeln. Wenn ich geschminkt bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr klein, dass ich Zwiebeln schneide. Ich mache das wirklich bewusst. Ich denke mir manchmal so, schminke ich mich jetzt noch? Habe ich da jetzt was drauf? Warte, ich muss Zwiebeln schneiden. Nein. So, also Luft anhalten. Wir müssen da tatsächlich auch gar nicht wirklich viel schneiden, sondern eigentlich nur die Schale wegmachen. So, also hier die Zwiebel, die brauche ich so als Ganzes, das ist perfekt so. Und das erste, was wir hier mal reingeben, ist der Ochsenschwanz. Und was ich noch machen möchte, ist, dass ich das hier in so ein bisschen so Stückchen schneide. So. So, okay, ich habe jetzt hier die Karotten noch reingetan und ich tue jetzt hier noch die Zwiebel dazu. Und was ich jetzt auch noch mache, ist, dass ich noch... Ich habe zwar schon frische Tomaten rein, aber das sind tatsächlich nicht so viele und die sind auch zu dieser Jahreszeit nicht unbedingt gut. Deswegen habe ich hier noch ein paar aus der Dose. So, und jetzt kommt der spannende Teil. Und zwar habt ihr in den Beauty Shots ja gerade schon gewaltig viele Gewürze gesehen und die werden hier alle reinpacken. Das Interessanteste eigentlich normalerweise an diesem Rezept sind eigentlich diese speziellen Chilis, die man dafür holt. Aber leider filmt man hier sowas überhaupt nicht. Also ich bin auch gerade in Bayern. Die filmen tatsächlich noch mal weniger als in Köln. Obviously, weil irgendwo so eine Kleinstadt. Ich habe jetzt da Zimt reingemacht. Da kommen jetzt, ich schnappe mir das Zeug direkt von hier hinten, Lorbeerblätter. Was ich sehr interessant fand, Piment, Pfeffer, Chiliflocken, Oregano, Majoran. Also das Querfeld, alles drin. Kreuzkümmel ist auch ganz da drin. Und Thymian. Wie gesagt, normalerweise kommen da so richtig so ganz spezielle Chilis da rein, die nicht scharf sind, sondern sehr mild tatsächlich und sehr viel Geschmack haben. Dann brauchen wir hier noch ein bisschen
Rinderfond. Die Zwiebel schwimmt einfach nur als Ganzes drin rum. Macht da jetzt einen Deckel drauf und dann darf das erstmal eine halbe Ewigkeit lang kochen. So, das Ganze hat jetzt ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde gekocht. Was ich jetzt mache, ist, ich nehme all das Gemüse, was da drin ist und die Gewürze und packe die in den Mixer rein mit der Flüssigkeit. Das Einzige, was quasi zurückbleibt, ist das Fleisch. Und dann püriere ich das Ganze so richtig durch, dass da so eine dickflüssige Soße rauskommt. Okay, ich habe das jetzt hier püriert. Ich habe hier auch noch das Fleisch. Dann machen wir auch gleich noch was. Aber bevor ich hier weitermache, möchte ich ganz kurz das andere Gericht mal anfangen. So, ich habe hier eine Ofenform. Da mache ich jetzt Olivenöl rein. So, gute Schüssel Olivenöl. Dann kommen hier einiges an Cocktailtomaten rein. Hier ein bisschen Salz. Dann ein bisschen Pfeffer. Und ich habe ganz viele Rezepte gesehen, wo die hier einfach Basilikum reingemacht haben. Und ich war so, Leute, was ist falsch mit euch? Feta, Oregano. Ohne Witz. So, ja, bin ich übers Herz gebracht. Ich konnte da jetzt kein Basilikum reinmachen. Ich habe drüber nachgedacht, aber ich war so, nee, sowas mag ich nicht. Einfach mal alle ein bisschen mixen. Hier das dahin. Was ich tatsächlich bei beiden Gerichten vergessen habe, noch dazu zu legen, bei den Beauty Shots, ist der Knoblauch. Schön, dass ich den Knoblauchzehe. Einmal andrücken. Let's go. Rinder mit dir, mein Freund. Olivenöl auf den Fetter. Und das darf jetzt so einfach in den Ofen bei 180 Grad. Dieser Belier, da fehlt tatsächlich noch Salz drin. Und tatsächlich fehlt da noch ein bisschen Zucker, haben sie da reingemacht. Ich benutze keinen Zucker, also Agavensirup. Aber Leute, das riecht so unglaublich gut. Hier ein bisschen Wasser, ein bisschen anmachen. Was ich jetzt mache ist, ich nehme das Fleisch und ich fange an, das, seht ihr das, schön zu zerzupfen. Dass wir so ein bisschen so Pultfleisch haben. Das könnt ihr halt in den Größen machen, wie ihr es haben wollt. Wenn ihr es sehr fein haben wollt, dann noch sehr fein. So, das Wasser hier kocht jetzt. Also packe ich meine Pasta da rein. Ich habe mich hier für Orecchiette entschieden. Die benutzen aber auch sehr oft so Muschelpasta. Das darf jetzt ein bisschen kochen. Und ich habe jetzt hier das Fleisch. Und was ich jetzt hier mache ist, gebe das da drüber hier. Die Soße. Dass das noch schön hier die Soße aufsaugen kann. Das sieht gut aus, ey. Und das hier kommt in eine Schüssel rein. Einmal so. Zack. Okay, jetzt haben wir es übertrieben. Aber das ist okay. Und hier hinten versteckt noch ein paar Tortillas. Zack. Einmal ganz kurz da rein. Ich hoffe nur, dass er ganz kurz warm wird. So. Einmal hier. So. As you can see, Sauce. Hatsch. Fisch. Tatsächlich hätte ich hier eigentlich so einen mexikanischen Käse gebraucht an der Stelle. Findet man aber leider in Deutschland nicht. Ich habe jetzt Mozzarella genommen. Also man muss auch sagen, dass das echt ganz schön messy ist, dieser Taco, ne? Hab ihn. Saved it. Numero uno ist done. Papa, essen! Jemanden gebraucht, der Fleisch ist für dieses Rezept. Und einen auch natürlich, wie heißt das, ein Kenner. Ne? Und vor allen Dingen um 11 Uhr nachts, der einen wahnsinnigen Hunger hat und kaum erwarten kann, endlich das Essen auszuprobieren. No comment. Dann machen wir hier noch schön ein paar Spritzer Limette drauf und let's go. Das ist ein bisschen eine Sauerei. Jetzt, ich weiß immer noch nicht, wie man das isst. So, das erklärst du mir noch. Das erkläre ich dir jetzt. Du nimmst den und du dippst den hier nochmal rein. Mhm. Und dann isst du es. Alright. Und? Richtig gut, Aus TikTok kommt nicht nur Müll. Das ist also jetzt bewiesen. Ja. Boah, super. Das ist geil, ne? Das ist echt eine Geschmacksexplosion. Das ist mal wieder, boah, ein bisschen, schon fast wie eine Reise ins Ausland mal wieder, ne? Was ist denn da alles drin? Alter. An Gewürzen? Wow, das gab es aber schon vor TikTok, oder? Mhm, aber durch TikTok ist das, hat das nochmal so einen Schwung gekriegt und wurde nochmal bekannter jetzt. Hammer. Das ist der Wahnsinn. Hast du noch ein paar mehr? Wir machen gleich noch ein paar mehr. Oh. Aber sowas von. Wir dürfen gleich noch was anderes probieren. Danach muss man sich echt duschen gehen, oder? Boah. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter, oder? Mit dem nächsten. Ja. Die kannst du auch so essen, die Soße.
Wir haben hier noch ein bisschen was Simpleres. Also das ist quasi wie so ein One-Pot-Rezept gewesen. Und jetzt eben habe ich das alles einfach nur noch zusammengemischt und tada. Wow, hat das griechischen Ursprung oder ist das... Im Internet verkaufen sie das immer als italienisch, aber ich finde dann, sobald da Feta drin ist, ist das irgendwie nicht mehr italienisch. Du hast was mit Griechenland mit zu tun haben. Ja, ich habe den Feta gesehen und ich wusste, das muss ich probieren. Alright, let's go. Guten. Guten. Das ist aber auch sehr lecker. Hammer lecker. Da ist auch eine schöne Säure dabei. Ja, das ist durch die Tomaten wahrscheinlich, durch die frischen. Ah, okay, du hast gar nicht sowas wie Zitrone oder die Limette oder was eigentlich? Nur Salz, Pfeffer, Oregano, Feta, Tomaten und halt die Nudeln. Der Hammer. Das ist auch richtig gut. Das merke ich mir. Wieso lade ich immer Leute ein, die mir das Essen klauen? Das ist fantastisch. Das ist auf jeden Fall was man auch als Student... Da hat sich jede Stunde gelohnt. Da hat sich... Ach, das. Dankeschön. Also hier, Shoutout an, ausnahmsweise mal Shoutout an TikTok hier. Nicht nur Müll, der da rauskommt. Hätte ich nicht gedacht, dass das so gut ist. Also ich hätte gedacht, dass es nicht schlecht ist. Aber das ist schon sehr cool. Vor allem, weil das ja so gut wie gar kein Aufwand ist. Aber schön, dass du heute mal mit mir probiert hast hier. Oh, hey, das ist ja, ich meine, hey. Für so Essen macht man das dann halt. Für so oder? Essen macht man das immer. Egal um welche Uhrzeit. Egal um welche Uhrzeit, Leute, habt ihr es gehört? Ja, Leute, dann würde ich sagen, das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut bei dem Kanal von meinem Papa mit seiner Band vorbei. Die machen coole Musik. Die machen coole Mucke. Und ja, lasst da ein bisschen Liebe da. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein. Sehr schön. Guten. Wundervoll. Oh, darf ich das essen? Ja.